So Leute, wir spielen in diesem weiteren Part Mario Maker 2. Die Kettenhunde sind los. Das wäre so ein Level von diesem komischen Hund da. In diesem Rückgängig-Hund oder wie der heißt. Oh. Und das ist wieder so ein Level, habt ihr gerade gesehen, das funktioniert so, dass man da halt den Boden nicht einmal verlassen darf. Oder halt, ja, ihr kennt es ja inzwischen von den letzten Parts vielleicht mal, da hatten wir es ja schon einmal oder zweimal sogar. Auf jeden Fall wieder ganz, ganz böser Scheiß, ja. Und ich struggle auch schon wieder stundenlang dran. Obwohl das Level im Endeffekt dann mal wieder gar nicht so schwer ist. Nein, nein. Erzähl mir jetzt nicht, dass ich ausgerutscht bin. Nein, ich bin so ungefähr einen Zentimeter zu weit gelaufen. Das war ohne Scheiß. Was ist das? Da war man dann zu langsam. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehabt. An irgendeiner Stelle bin ich dann so eine Millisekunde zu langsam gewesen. Und dann ist das Level halt schon wieder gelaufen für dich. Was ist jetzt los, Digga? Jetzt bin ich zu schnell gewesen, oder wie? Oder habe halt einfach schlecht vor dem Typen gewartet, dass er mal über mich springt. So, geht doch. Jetzt will ich es aber auch schaffen hier. Boah, für solche Level müsste man sich eigentlich den, Springen-Knopf rausnehmen, wenn man einfach immer wegen diesen Kackmünzen von selbst springen will. Das ist richtig schwer, das nicht zu tun. Boah, Hilfe, ey. Jetzt gerade schon wieder. Hat man einfach dieses Bedürfnis zu springen, weil man diese scheiß Münzen will. So, und du musst jetzt da hoch. Ja, Mann, ich habe es zum ersten Mal so weit geschafft. Ich wusste zwar, dass man dieses Trampolin dahin packen muss, weil er dann... So. Endlich, Alter. Endlich. Oh, Junge. Also ab jetzt nicht mehr als ein Level von dir, du Hund. Reset, Clyde. Okay. Lol. Erhaltene Baumeisterkleidung kannst du... Naja, genau. Das war nämlich die Belohnung, die man hier kriegt. Und damit baut sich dann hier das Schloss auch wieder ein bisschen weiter auf. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Coins, um wieder was Neues hier anfangen zu können, zu bauen, keine Ahnung. Deshalb müssen wir erstmal hier das Level spielen. Ich und meine Laterne. So Leute, nach mal wieder viel zu vielen Versuchen bin ich wieder hier in diesem Level am Verzweifeln. Oh mein Gott, was? Hat das jetzt gebracht? Außer dass wir für 5 Sekunden Licht hatten. Wenn überhaupt. Okay. Also den Lichtschalter habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht gesehen. Aber ist ja auch eigentlich, wie gesagt, relativ egal, glaube ich. Ach, lol. Cool, jetzt komme ich da nicht mehr dran, oder wie? Ja, was ein Ehrenmann. Weil, hier hänge ich gerade jetzt... Habe ich hierhin auch gehangen schon? Was soll man denn hier machen?
Ah, lol, da oben ist ein, Ah, den habe ich vorher nicht gesehen. Okay. Okay, dann ist es okay. Dann kommen wir hier vorbei. Angst. Was ist das? Das ist mir gerade so egal. Ich spiele jetzt nicht mehr. Mach jetzt einfach hier Schluss. Tschüss. Einfach das Level fertig kriegen, bitte. Junge, Junge. Oh, da muss ich wieder viel rausschneiden, glaube ich. Alter. Aber jetzt müsste der rechte Ostflügel... Keine Ahnung, ja doch. Der Ostflügel, die Kanone. Stimmt, die ist fertig. Ah. Cool, cool. Und wir haben auch genug Cash, hoffe ich mal, für was Neues zum Bauen. Also, sonst hätte ich ein Problem. Ja, wir haben halt zu wenig Cash, ne? Scheiße. Wildes Wolkengipfel. Sammle mindestens 40 Münzen und erreiche das Ziel. Oh, please, irgendein cooles Styling in der... Oh Gott, wie ist das? Es ist Mario World, ne? Ich kenne mich leider ein bisschen zu wenig aus. Aber es müsste Mario World sein. Ich finde 3D World geil. Ich finde 3D World geil. Ja, geil, Mann. Geil, Mann. Richtig, richtig gut. Weiter. Bam, bam, zack, zack. Raus. Nein. Betrug. Was ich auch nochmal gerne erwähnen wollte, ja. Es scheint so, als würde der gute Snowgrace, vielleicht siehst du das Video hier auch wieder, er schaut sich jetzt irgendwie alle meine Mario Maker Parts an, also so teilweise, weil ihm auch vor allem der 3D World Style sehr gefällt. Hat mich so über, so wie, Alter, mein Deutsch, ne, das kackt gerade wieder rein. Hat mich sowieso sehr überrascht, weil er ist eigentlich Fortnite YouTuber so und hat auch gar keine Switch und so ein Kram. Dass er sich jetzt hier meine Mario Maker Videos anguckt, aber finde ich schön, finde ich gut. Also, sagt Hallo zu Snowgrace. Schreibt mal alle so ein braves Hallo Snowgrace in die Kommentare. Dann wird wahrscheinlich er der Einzige sein, der das macht. Aber gut. So, Leute. Keine Ahnung, der wievielte Versuch das jetzt ist. Alter, spring doch wenigstens diese scheiß Röhre, Mario. Bist du da schon zu dumm zu? Junge, Junge, Junge. Ich hänge auf jeden Fall schon viel zu lang dran. Ich habe sogar eine Pause gemacht zwischen den, zwischen wahrscheinlich nach dem letzten Cut oder so. Ich habe hier safe schon 30 Versuche, viel mehr bestimmt schon. Weil das Level einfach nur krankhaft ist. So, geht doch. Ist halt auch überhaupt nicht schwer, aber ich bin dazu inkompetent für. Also klar, es ist schon schwierig. Na, tut mir leid, dass ich schwer gesagt habe. Tut mir leid, Snowgrace. Und dann passiert das wieder mal. Ich liebe es. Es macht so Spaß. Du bist gerade nicht ernsthaft daneben gesprungen, Mario. Na, nice. Jetzt habe ich schon wieder nur noch 2 Versuche. Ich kann ja schon mal erzählen, am Ende kommt halt diese Axtkacke da, wie es eigentlich in einem Bosskampf gegen Bowser ist. Bowser ist da jetzt zum Glück nicht. Aber wie gesagt, ich war halt schon mal so weit. Oh mein Gott, als ob ich das hier gerade überlebe. Lol, lol, Hilfe.
Ja, geht doch. Genau das. Und ich bin gerade da, da wo Mario jetzt spielt. Da bin ich vorhin gefailt. Ich bin da aus Versehen runtergesprungen und da war Lava. Absolut geisteskrankes Level. Bin ich froh, dass ich da raus bin auf jeden Fall. Nach wirklich ein paar Stunden. Ich muss eigentlich heute 4 Mario Maker Parts und am besten noch 2 Yoshi Parts hochladen, weil wir ja gestern, wie gesagt, nichts gemacht haben, ne? Ist ein bisschen dumm, aber ich möchte halt in dem Tempo bleiben. Und wenn es so weitergeht, habe ich echt ein Problem. Ach lol, wieso gehe ich zu ihr? Nicht dumm? Ja, bin ich. Die unschaffbare Festung. Ja, das ist natürlich ganz toll, weil ich gerade die letzten 3 Level schon gar nicht geschafft habe. Schon wieder dieser Papa von Anonym. Wer ist das überhaupt? Bin ich dumm? Lol. Hallo, bist du dumm? Ach so. Nein, ich bin dumm. Bin dumm wie ein Bum-Bum. So. Ah, jetzt check ich das Level auch mal. Lol. Bruh. Ja, geht doch. Achso, lol, ich muss ja nochmal hin. Huch! 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 Ja, zersmash ihn! Zersmash ihn! Ich bin tot! The fuck? Bin sowas von tot. Oh, lol. Nein, Mario, renn hinterher. Ja, das hat viel gebracht. Das hat richtig viel gebracht. Und was hat irgendwie auch geklappt? Oh, shit. Wieso wollte ich gerade auf den drauf springen? Bin ich dumm? Lol. Ich dachte, wie so ein Goomba kann man da einfach so drauf springen. Jetzt das Smashing, genau. Nein. Ja, warte mal, wir können den Pilz ja einfach da runter wandern lassen. So viel dazu. Das hat ja richtig gut geklappt. Ah komm, das ist nicht schwer. Das müssten wir jetzt eigentlich mal schaffen. Auch am Ende dieser Boss-Fight. Nicht schwierig. Also jetzt... Boah. So. Jetzt vorbei. Okay, okay. Oh lol, jetzt kommen wir auch an die Münze ran. Das ist natürlich schön. Ah, lol. Scheiße. Also, wir kommen nur an ihm nicht vorbei, oder wie? Ja, komm, 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 komm. Dräng ihn hoch. Ja. Smash ihn, Digga. Smash ihn. So will ich das. Na gut, es funktioniert ja jetzt auch irgendwie.
Trotzdem, Alter, dieses Kartenwert von diesem Video wieder bittere Sache. Es wird schwieriger auf jeden Fall. Ob man das jetzt gut finden soll, ich weiß ja nicht. Aber wir sind bald eh mit dem Schloss durch. Das Ding ist halt, es gibt, glaube ich, 100 Level gesamt. Oder ein bisschen mehr sogar noch. Halt genau noch diese ganzen Toads, die da oben warten. Haben ja noch Missionen für uns. Ja, okay. Da ist nichts Besonderes in dem Level, glaube ich. Ja, die ganzen Toads haben noch da Aufgaben für uns. Rechts und links sind ja noch ganz viele Sachen so. Keine Ahnung, halt auch dieser Rückgängig-Hund da zum Beispiel. Ja, geil, Mann. Dann schwimmen hier auch noch Hotheads rum. Ja, super. Scrolling mit Hotheads. Geil, Mann, Alter. Über was anderes könnte ich mich jetzt auch eigentlich gar nicht freuen, ja. Es ist jetzt schon Maximum. Es ist, so, als würde mir hier einer sagen, ey, ich push dich jetzt hier so. 3 Millionen Abos. Komm, ich push dich. Ich bring dir die 3 Millionen alle rüber. Digga, das hier ist doch viel besser. Was laber ich eigentlich wieder für einen Scheiß? Feuerblume. Ja, genau, Feuerblume unter Wasser gegen Feuerballgeister, die aussehen wie Geister bei Pac-Man, Alter. Oder Feuerdinger halt. Ich finde, die sehen aus wie die Geister aus Pac-Man, halt einfach nur als Feuer. Und ich sollte vor denen echt aufpassen. Wegrennen, lol. Und ich schieße mit Feuerbällen auf die. Ich wollte es einfach nur mal testen. Hätte ja funktionieren können. Wer weiß. Geil, Mann. Richtig geil. Auf die drauf kann man ja nicht, oder? Ich wollte es vorhin schon kurz testen. Fragt mich nicht, warum ich testen wollte, ob man auf Hotheads drauf springen kann. Naja, wenigstens. Wenigstens diese 13 One-Ups geholt. Die wird, glaube ich, gar nicht behalten können, ne? Wir starten ja jedes Mal mit 5 neu. Bringt also richtig, richtig, richtig viel, ne? Glaub auch. Wir können uns noch nicht mal was Neues kaufen. Das ist gleich fertig. Oder warte mal. Ich glaube, das nächste kostet so... Warte, wir gucken kurz erst. 1000. 1000 kostet das. Okay. Da müssten wir theoretisch ja jetzt 250 kriegen. Ja, okay, 150. Und dann müssten wir 100 Münzen sammeln. Aber da uns jetzt eh nur noch ein Level zur Wahl steht mit irgendeiner komischen Aufgabe, das freut mich jetzt nicht so wirklich. Und es ist alles nur in den... Alle Knochen trocken. Besiegen. Lol, what the fuck? Ich glaube, ich weiß, wie man es machen soll. Nee, stopp, Hilfe. Vor allem, wieso gibt es hier kein 3D World, diesen Part? Hilfe, ich will 3D World spielen. Oh yeah. Wie soll man das machen? Nein. Ach, wait, können wir die auch mit dem... Komm, leb wieder. Bruh. Bin die ganze Zeit nicht gesprintet. Fuck. Das Level ist vom ängstlichen Jungen gemacht. Oh, die Lava sinkt auch wieder. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst, dass das Level jetzt wieder nicht möglich ist. Geht doch. Na gut, ich dachte mir so, Tanuki ist vielleicht nur eine
kleine Hilfe, aber den braucht man scheinbar wirklich. Der ist notwendig. Okay. Alright, Leute. Da haben wir heute 7 Level, glaube ich, sogar geschafft. Müssten. Ja, auf einer so einer Liste sind immer 6. Und dann noch einen vom Rückgängig-Hund. Ich denke mal, das machen wir jetzt auch jeden Part so. Halt immer ein Rückgängig-Level, Rückgängig-Hund-Level. Lol. Okay. Wir können uns aber jetzt nichts Neues kaufen. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ja gut, dann müssen wir halt im nächsten Part noch ein Level spielen. Klappt schon irgendwie alles. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Super Mario Maker 2. Lasst doch gerne ein Abo da und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Ansehen. Kommentiert doch gerne mal irgendwie eure Level-IDs von euren Leveln halt einfach, damit ich die mal im Livestream spielen kann oder so. Hatte ich auf jeden Fall mal vor, jetzt bald zu machen, wenn wir mit dem Story-Modus durch sind. Dauert jetzt auch nicht mehr lange. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Part und ciao! Thank you.